ihr Lieben, heute machen wir einen leckeren Mohnstrudel. Aber bevor wir damit anfangen, wollte ich die liebe Martina noch grüßen. Und zwar die liebe Martina von der Rezeptschublade. Und zwar die Rezeptschublade, ich habe das schon mal in einem Video erwähnt, aber es gucken ja nicht alle immer das eine Video jetzt. Deswegen wollte ich das jetzt nochmal machen. Denn wenn ihr euch für Essen allgemein interessiert, ob es jetzt Süßes ist oder Herzhaftes, die ist immer so fleißig auf ihrer Facebook-Seite. Und zwar, wie gesagt, das nennt sich Rezeptschublade. Und da findet ihr echt alles. Da wird jeden Tag gepostet, gemacht und da sind so viele tolle Sachen dabei. Und die liebe Martina ist so fleißig, dass sie jetzt sogar ein paar Tage pausieren musste von Facebook aus. Und das fiel ihr sehr schwer, was ich auch nachvollziehen kann. Und jetzt darf sie wieder posten, habe ich gedacht, erwähne ich sie doch nochmal. Denn, wie gesagt, wenn es euch interessiert, da sind so tolle Sachen dabei. Ich grüße dich hiermit auch nochmal persönlich. Das ist eine ganz, ganz liebe. Ich habe schon so viel, man sagt zwar nicht über sie, aber über ihre Inhalte, ihre Sätze, die sie mir geschrieben hat, gelacht. Also richtig herzallerliebst. Und ja, das wollte ich kurz erwähnen. Jetzt zu unserem Rezept. Und zwar, wir machen jetzt erstmal den Teig, denn der muss gehen, weil ja Hefe dabei ist. Und während der dann geht, kümmern wir uns um die Füllung. Und ich würde sagen, wir legen los. Und zwar, was brauchen wir für unseren Teig? Wir brauchen 100 ml Milch. Das steht hinter mir noch auf dem Herd, weil das muss ja lauwarm sein für die Hefe. Dann brauchen wir ein halbes Päckchen Hefe, 25 Gramm Zucker. Dann brauchen wir Zitronenschalenabrieb, so einen halben Teelöffel Salz, 250 Gramm Mehl. Ein Eigelb, das Eiweiß brauchen wir später für die Mohnfüllung und 50 Gramm Butter. Ja, und das war's auch schon. Jetzt geht's los. Hier haben wir jetzt die lauwarme Milch. Da gebe ich jetzt den Zucker rein. Dann natürlich die Hefe. Ein kleines bisschen, so. Dann gebe ich von dem Mehl einen Esslöffel dazu. Fragt mich jetzt bitte nicht, warum. Das steht so im Rezept. Vielleicht sieht es die liebe Annika von Genussvoll. Die gucke ich ja auch immer super gerne. Und die kennt sich da immer sehr gut aus. Vielleicht weiß die das. Ich weiß es wirklich nicht. Es steht einfach im Rezept drin. Und dann gebe ich jetzt einfach schon mal zu dem Mehl halben Teelöffel Salz, haben wir das schon mal, und das lassen wir jetzt einfach so 10 Minuten stehen und dann geht es gleich weiter. Dann machen wir mal weiter, und zwar ich rühre jetzt hier das noch mal um, wo ich das Salz ja schon zum Mehl gegeben habe. Dann geben wir einfach die Butter noch dazu. Dann unser Eigelb. Das Zitronenschalenabrieb, natürlich auch gerne von der Bio-Zitrone. Und unsere Hefemischung. Und das verkneten wir jetzt schön. So, am Schluss bin ich dann noch mal kurz mit der Hand durchgegangen, damit sich alles auch wirklich schön verbindet. Und jetzt muss der Teig ruhen und währenddessen kümmern wir uns um die Füllung. So, jetzt kommen wir zu der Füllung. Da brauchen wir 250 Gramm gemahlenen Mohn, dann 100 ml heiße Milch, die lasse ich wieder hinter mir gerade heiß werden. Dann brauchen wir so einen Teelöffel Stollengewürz, dann 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 25 Gramm Butter, dann habe ich da 30 Gramm gemahlene Mandeln und etwas Rumaroma und das war's. So, jetzt gebe ich erstmal die heiße Milch über den Mohn. Dann gebe ich das andere noch hinzu. Bis auch mit dem Eiweiß, da warte ich noch kurz, bis ich das andere vermengt habe. Dann ist die Masse ja auch nicht mehr heiß und dann nicht, dass wir dann dass das Eiweiß dann stockt.
So, hier oben drauf kann jetzt auch das Eiweiß. Und dann müssen wir das Ganze verrühren. Ah, ich habe eben den Mohn noch gemahlen mit meiner Mühle, weil ich keinen gemahlenen hatte. Deswegen habe ich hier wieder den Stecker gewechselt. Aber die mich verfolgen, die kennen ja das Problem mittlerweile. So, jetzt habe ich den Teig schon mal geholt und ausgerollt. Ich habe den jetzt so eine Dreiviertelstunde ruhen lassen. Den Ofen habe ich jetzt auf 210 Grad eingestellt zum Vorheizen, aber keine Panik. Bei 210 Grad bleibt das Ganze nur 10 Minuten drin und dann schalten wir den Herd runter. Also nicht erschrecken. Und wenn wir das dann verteilt haben, geht das Ganze ans Aufrollen. So, jetzt habe ich das Ganze gerade aufs Backblech gegeben. Einfach darauf achten, dass ihr die Schnittkante, die offene Kante einfach unten habt. Und wie gesagt, das geht jetzt bei 210 Grad für 10 Minuten in den Ofen. Dann schalte ich runter auf 180 Grad und sage euch dann am Schluss, wie lange es bei 180 Grad dann noch drin war. Ach Leute, wie kann man nur so selten dämlich sein? Ich habe eine Waschmaschine vorhin gemacht, extra eigentlich wegen einem Oberteil. Jetzt habe ich die Wäsche rausgeholt, hänge die Sachen auf, denke, wo ist denn das eine Oberteil? Natürlich habe ich das Oberteil vergessen. Genau deswegen habe ich die Wäsche doch runtergebracht und wollte es nämlich jetzt auf die Heizung hängen, damit es schneller trocknet. Jetzt habe ich natürlich nichts, um die Waschmaschine wieder voll zu machen. Ach Gott, Kinders, ich sag's euch. Aber jetzt zu unserem Stollen oder Strudel. Und zwar das Ganze war, wie gesagt, bei 210 Grad. Erstmal 10 Minuten im Ofen, dann habe ich es runtergestellt auf 180 und da war es nochmal genau 30 Minuten im Ofen. Und jetzt habe ich einfach noch ein bisschen Puderzucker drüber gegeben und viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Außer macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!